dann müssen wir mal hin. Ein bisschen sprechen wir, würde ich sagen. Und dann machen wir sicher. Wir sind im Monat Rajab. Der Monat Rajab. Nächste Woche, wenn ich es richtig gesehen habe, am Donnerstagabend, also Donnerstag, Freitag, ist auch der, die 27. Nacht, oder? Hast du mal geguckt? Also nach Kalender, da halten wir uns eigentlich immer dran, wird es so sein, inshallah. Das ist die Lailatul Miraj, wo wir übrigens ein sehr schönes Buch in Deutsch haben, über die Lailatul Miraj, also wenn das einer gerne mal sehr schön beschrieben haben will, was in dieser Nacht, in dieser heiligen Nacht passiert und geschehen ist, dann kann man das bei uns im Buchladen kaufen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie das heißt, aber das fällt durch die Farbe auf und weißt du auswendig, wie das heißt? Die Nacht- und Himmelsreise des Propheten, so heißt das. Muss sie jetzt oben in die Kamera das sagen? Nee, das war... Die Nacht- und Himmelsreise des Propheten. Das ist ein Text aus dem Arabischen, das der Sheikh Jibril Haddad, wenn ich mich recht entsinne, übersetzt hat ins Englische. Und Sheikh Abdul Hafiz, der hat das dann dankenswerterweise ins Deutsche gebracht. Und das ist, wie gesagt, sehr schön geschrieben, sehr schöne Sprache. Und da wird sehr herzlich beschrieben, was eben in dieser Nacht geschehen ist. Aber dazu nächste Woche mehr. Aber wie gesagt, wer das haben möchte, ich glaube, 4 Euro, für 4 Euro verkaufen wir das. Der kann sich bei Sheikh Abdul Karim eindecken oder bei der Schwester Sajida oder bei uns. Das haben wir also in genügender Zahl da. Monat Rajab wird auch genannt der Vergebene. Der Vergebende. Und Vergebung ist ein großes Wort, wie man so sagt, ein großes Wort gelassen ausgesprochen. Vergebung, was bedeutet das, Vergebung? Vergebung ist in alle Richtungen. Das heißt, du vergibst jemand anderem, deinem Gegenüber, also deinem Bruder, deiner Schwester, oder du vergibst dir selber. Also in beide Richtungen geht das. Ja, man muss sich selber auch vergeben. Was heißt das, kurz angesprochen, was heißt das, wenn man sich selbst vergibt, oder was bedeutet das eigentlich? Dass man zu seinen Fehlern steht, zum Beispiel. Dass man sagt, dass man für sich erkennt, ich bin ein Geschöpf von Allah, aber ich bin überhaupt nicht perfekt. Ich bin vielleicht sogar der Unperfekteste von allen. Vielleicht ist jeder besser, mehr perfekt, als ich das bin. Und das zu erkennen, das ist ein großer Schritt, dass man nicht sagt, ich habe jetzt einen Turban auf, ich habe eine Jubba auf und ich kann jetzt Arabisch super sprechen und ich kenne schon 1000 Hadithe und ich kann Koran und ich weiß nicht was. Sondern dass man sagt, das kann alles richtig sein, aber dass man sagt, das ist, hat mit Perfektion nichts zu tun. Es gibt nur einen, der perfekt ist, und das ist Allah, Subhanahu wa ta'ala. Allah, der Allmächtige, der alles erschaffen hat und der uns eben auch erschaffen hat. Und der hat uns genau so erschaffen, wie wir sind. Wir können das erkennen. Das ist, wie gesagt, schon ein großer Schritt, wenn wir das erkennen. Aber unsere Aufgabe ist es, wenn wir in diese Welt geschickt worden, ich hätte jetzt bald gesagt, gesendet worden sind, aber geschickt worden sind, oder hier einfach reingestellt oder reingeschmissen worden sind, wie man es sagen will, daran, das eben zu erkennen. Ne, dass wir nicht perfekt sind, dass wir unsere Fehler haben und dass wir versuchen, unseren Charakter, unser Verein heißt ja so schön, die Vervollkommnung des Charakters. Also das heißt, was heißt das? Unser Charakter ist nicht vollkommen, aber da ist auch nicht nichts, da ist schon was, bei jedem unterschiedlich. Und daran zu arbeiten und an dieser Vervollkommnung, das ist das Ziel sozusagen. Wirst du nie erreichen, logisch, ne? Es liegt in der Natur der Dinge, dass du das ja nie erreichen kannst, weil das kann nur Allah. Aber du kannst dich dahin bewegen und du kannst dahin streben. Und das ist die Aufgabe, die wir haben. Und dazu dient eben dieser Monat, wo man um Vergebung bitten sollte. Wie gesagt, einmal für sich und einmal vor allen Dingen seine Geschwister. Und da haben alle
wenn man sich hier in der Herberge so umguckt, aber wenn man sich auch in seiner Familie umguckt, wenn man einfach nach draußen auch geht, da haben alle mehr oder weniger, wie wir so sagen, Dinge am Laufen, wo man als Außenstehender, wenn man das als Außenstehender betrachtet, sieht, wenn der sich da nur entschuldigen würde, das ist eigentlich überhaupt kein Ding, aber da entstehen Fäden über Jahrhunderte raus. Aber wenn man da einmal sagen würde, ja, Allah, ich war vielleicht ein bisschen schräg drauf oder ich weiß nicht was, ich habe den vielleicht wehgetan, wirklich verletzt oder psychisch irgendwie angegangen, aber ich entschuldige mich jetzt bei denen, dann wird diese Entschuldigung gerade in diesem Monat angenommen. Das ist versprochen. Und deswegen sollten wir das tun und sollten das nutzen. Und das Wichtige ist, dass man, wenn man Dinge in seinem Leben erkennt, die ich jetzt gerade angesprochen habe, dass man die nicht immer weiter mit sich rumträgt, sondern dass man die abschließt. Das ist ein schönes Beispiel, wenn man unseren Scheich sich angesehen hat, überhaupt die Scheichs. Wie schaffen die das eigentlich, dass die überhaupt noch leben, wenn man die Menge an Schülern sieht, die mit ihren zum Teil aus unserer Sicht horrormäßigen Vorstellungen und Problemen den Scheich belästigen, sage ich mal, und belegen und Hilfe und ich weiß nicht was sollen. Horror, der blanke Horror. Wie schafft der Scheich das? Wie schafft er das überhaupt sozusagen dabei so zu bleiben, wie er eben ist? Das schafft er nur, indem er das nicht sich zu eigen macht. Die Probleme anderer Menschen zum Beispiel, anderer Geschwister, überhaupt anderer Menschen sich zu eigen macht. Also dass man nicht an, man nimmt Anteil, aber man nimmt die nicht bei sich auf. Wie muss man sich das vorstellen? Gibt es ein schönes Beispiel. Zwei Derwische, die gehen so entlang eines Flusses, das sind so ältere Derwische, die gehen entlang eines Flusses, die sind so beide gleich alt, ein bisschen älter. Und dann steht da an dem Fluss, das ist so ein seichter Fluss, den man eigentlich leicht überqueren kann, steht eine ältere Dame. Und diese ältere Dame, die kommen da zu dir hin und die ältere Dame, die begrüßen die, sagen Salam Aleikum, und dann sagen die, wie geht's dir? Und du siehst so aus, du guckst da in den Fluss, ist irgendwas oder so. Und dann sagt die ältere Dame, ja, ich kann leider diesen Fluss nicht überqueren, ich möchte aber gerne darüber aus den und den Gründen. Und dann überlegen die eine Sekunde vielleicht und dann geht der eine mit der Frau, nimmt die so auf die Hände, sagt man, nimmt die auf die Hände, geht durch den Fluss, trägt die auf die andere Seite, setzt die ab, der sagt Salam Aleikum, kommt wieder zurück zu seinem Bruder, Scheich, Derwisch, und dann gehen die weiter. Und dann gehen die so 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten. Und dann sagt der andere, Derwisch, der sagt dann, kann ich dich mal was fragen? Ja klar, kannst du mich fragen, ja. Ist das eigentlich nicht bei uns verboten, Frauen anzufassen? Also, du hast ja gerade da über den Fluss, das doch eigentlich, darf man doch eigentlich nicht. Man darf, soll ja nicht die Hand geben und so, eigentlich soll man das ja nicht machen. Und die war ja jetzt in dem Sinne auch nicht in Not. Und dann sagt der, antwortet er darauf und sagt, und das verdeutlicht das eben, wenn man was mit sich rumschleppt, der sagt, die Frau hat uns um Hilfe gebeten und ich habe ihr Hilfe gegeben und dann war für mich der Fall erledigt. Du hast nichts gemacht und du bist immer noch mit diesem Fall. Ne? Weil er sich jetzt fragt, darf man das oder darf man das nicht? Du bist immer noch mit dem Fall beschäftigt und vielleicht bist du noch ganz, ganz lange damit beschäftigt. Und das ist der Unterschied, dass man Dinge abgeben muss, und man muss die für sich beenden. Sonst schleppt man die immer mit. Und wenn man dann, sagen wir mal, auch ein Mann ist wie der Scheich Hassan, dann würde der irgendwann mal platzen von diesen ganzen Dingen, die Menschen ihm antragen. Und so allen Scheichs und allen denen, die in so einer Aufgabe stehen. Du musst es irgendwie, du musst den Menschen helfen. Das ist ja verpflichtend für uns oder sollte eigentlich für alle sein. Aber wenn du das kannst, musst du denen helfen, aber du darfst dir die Dinge nicht sozusagen zu eigen machen. Und das ist auch ein Umstand, den man gerade auch in dem Monat Rajab eben nutzen kann, sich zum Beispiel bei jemand anders zu entschuldigen. Ne? Entschuldigen heißt, ich entschuldige mich. Das ist nicht verboten, ne? Wie einer habe ich jetzt mal bei Facebook gelesen. Man höre und staune, aber es ist nicht verboten, sich zu entschuldigen. Das ist ja so, wer entschuldigt sich heute? Jeder kann sich das mal fragen, wann hat der Letzte sich bei mir
also bei mir, bei dir, entschuldigt. Das ist irgendwie aus der Mode gekommen. Früher war das, ich kann mich so als Kind erinnern, da hast du das öfter gehört. Sei es, dass du im Einkaufsladen jemand anrempelst, oh Entschuldigung. Heute sagst du nur sorry, wenn überhaupt. Jetzt gibt es ja Menschen, die sind so von dir, die hast du vielleicht so beleidigt oder so getroffen, dass die sich nicht, dass die eigentlich mit dir nichts mehr zu tun haben wollen oder du willst mit denen nichts zu tun haben. Soll es ja geben, soll ja schon mal vorkommen, dass das so dich irgendwie trifft, dass da irgendwie Funkstille ist, wie man so sagt. Dann ist das ein guter Monat, wo du das jetzt trotzdem mal, wie man so sagt, über deinen Schatten springen kannst und trotzdem sagst, okay, ich entschuldige mich trotzdem. Ich versuche das jetzt mal. Was kann passieren? Wenn wir das mal kurz so überlegen. Was kann passieren? Ich entschuldige mich beim Kasim. Oder ich habe das zumindest vor. Was kann der Kasim machen? Sagen wir mal, ich rufe ihn an. Der kann nur sagen, gar nichts und legt auf. Das ist die eine Variante. Die zweite Variante ist, dass er sich das anhört, was ich als Entschuldigung vorbringen kann. Die zweite Variante, kommen wir gleich zu, bei der ersten Variante, auflegen ist okay. Dann wartest du vielleicht ein Vierteljahr oder vielleicht ein bisschen länger, so nach Gefühl, nach Inspiration. Und dann versuchst du nochmal den Kasim anzurufen. Macht er vielleicht, entweder sagt er wieder, ist okay, also antwortet jetzt auf meinen Entschuldigungsversuch oder macht wieder genau das Gleiche, legt wieder auf. Dann wartest du wieder eine Zeit, du machst das dreimal. Beim dritten Mal, wenn er wieder auflegt, dann ist der Fall für dich erledigt. Weil dann hast du dich sozusagen, dann hast du das sozusagen, die Last hast du von dir selbst durch diesen Vorgang, dass du ja die gute Absicht hattest, dich zu entschuldigen, genommen. Im Grunde heißt das also, es ist erstmal für dich gar nicht so wichtig, ob der die Entschuldigung annimmt oder nicht, sondern es ist für dich erstmal wichtig. Wenn er sie beim ersten Mal annimmt oder vielleicht beim zweiten Mal, ist es natürlich super. Ne? Und vielleicht sagst du dann, okay, wir gehen jetzt einen Tee trinken und dann erledigt sich das eigentlich. Ich habe hier im Hause mal vor Jahren so eine Situation, ich will das jetzt nicht so mit Namen und so nennen, aber das war mal mit dem Sheikh Hassan, habe ich das erste Mal selber mitgekriegt, dass der sich entschuldigt hat, obwohl er im Recht war, sage ich jetzt mal so. Ne? Also die Situation war so, dass derjenige gegenüber völlig im Unrecht war. Also das wäre allen klar gewesen. Und das hat sich so ein bisschen über eine Zeit aufgeschaukelt. Und an einem Punkt, da saßen wir oben im Restaurant, dann hat der Sheikh Hassan auf einmal gesagt, ich entschuldige mich bei dir. Dann war ich verdutzt, ich saß daneben als Zuhörer. Aber es war vor allen Dingen derjenige, um den es da ging, der war total von den Socken. Aber wirklich richtig so. Der wusste erstmal nicht, ja, wie was. Und dann, ja, aber bla bla bla, was dann immer so kommt, ne? Und dann sagt er, nein, ich entschuldige mich, du hast recht, es ist alles so. Und das hat er dreimal gesagt. Und dann war das wirklich, das war ein heftiger Umstand, sagen wir es mal so. Der war wirklich für alle Zeiten geklärt. Also es hat sich dann in der Folge, in den späteren Wochen und Monaten eben gezeigt, dass das durch diese Entschuldigung geklärt war. Und das wirkt. Also da habe ich das erste Mal so richtig leibhaftig erlebt, dass das wirkt. Und dass man sich dadurch was Gutes tun kann, dem anderen was Gutes tun kann und einfach der Gemeinschaft was Gutes tun kann. Ne, denn eins ist ja klar, wenn wir alle in Frieden leben würden, dann wäre das unser Paradies hier. Nichts anderes. Ne? Ob das mal so kommt, wir hoffen ja und geben auch die Hoffnung nicht auf. Aber man kann zumindest seinen Teil dazu tun, um das so zu machen. Um das so zu entwickeln, sagen wir mal so. Und der Scheich hat immer gesagt, kümmert euch nicht, wenn ihr dir Politik anguckst, wenn ihr dir die Nachrichten anguckst, was da läuft, dann denkt, da kannst du dir nur noch die Haare raufen, wenn du welche hast. Kannst du ja nur noch raufen und sagen, es ist so fürchterlich, was da abgeht in jeder Beziehung. Und da kannst du gar nichts mehr daran ändern. Da ist die Möglichkeit, wenn du es überhaupt mal konntest, was ich schon mal mit Fragezeichen versehen würde, aber die Möglichkeit, die ist ganz, ganz weg. Und der Scheich hat auch immer gesagt, lasst das. Kümmert euch nicht um Politik, sondern kümmert euch um den Bereich, den ihr ändern könnt. Und wenn ihr da nichts tun könnt, dann kümmert euch um euch selber. Macht das. Ne? Macht zum Beispiel,
im Monat Rajab deine Gebete. Wenn du die vielleicht sonst machst, alles, was du im Rajab machst an Gottesdienst, zählt 70 Mal. Also 70 Mal das Isha-Gebet, einmal das Isha gebetet, ist der Lohn von 70 Mal. Es wird alles mal 70 gerechnet. Ne? Das ist ein super, super Deal, den du mit Allah in dem Monat machen kannst. Ne? Es gibt ja auch Menschen, die, die haben, es gibt eine Geschichte, die haben wir früher öfters gehört, und der hat das ganze Jahr über alle möglichen Dinge getan, aber der hat im Rajab, hat der Rusel gemacht und hat sich ein spezielles Gewand angelegt, sein Rajab, Shaban, Ramadan Gewand für diese heiligen drei Monate. Und hat dann in dieser Zeit alles nachgebetet, was er in dem ganzen Jahr eben nicht gemacht hat. Und wie kann man sich vorstellen, wenn das mal 70 zählt, im Ramadan gibt es auch Regelungen, im Schaban auch Regelungen, was wie viel zählt, dann kommt man eben auf diese Summe der Gebete, die man vielleicht im Rest des Jahres eben nicht gemacht hat oder nur zum Teil gemacht hat. So ein Sicker kann man machen. Wie gesagt, man kann, oder man sollte sich, man sollte um Vergebung bitten. Und der Monat Rajab, letztendlich kommt die Vergebung von Allah, die kommt nicht von uns, klar, sondern die kommt letztendlich von Allah. Der Monat Rajab, der wird ja auch, sagt ja Allah, dass die Schuld des meines Dieners, die ist zwischen meiner Barmherzigkeit und meiner Gnade. Ja, das bedeuten diese Buchstaben Ra, Jim, Ba, ne? Rajab, die bedeutet die Buchstaben. Ne? Zwischen meiner die Schuld ist zwischen meiner Barmherzigkeit und meiner Gnade. Dazwischen befinden wir uns. Und mehr können wir sowieso nicht tun. Wenn Allah nicht will, dann ist nicht. Aber wir können bitten, wir dürfen hoffen. Das hat uns Allah versprochen, das hat der Scheich immer gesagt. Es ist verboten, die Hoffnung aufzugeben. Das ist das Einzige, was im Islam wirklich verboten ist. Nicht mehr keine Hoffnung zu haben. Also die Hoffnung aufgeben ist nicht. Das ist einfach, ist nicht. Die ist immer da. Und wenn man so, wenn man das für sich auch versucht umzusetzen, dann merkt man auch, es gibt immer eine Tür, die wieder aufgeht. Auch wenn es aussichtslos ist. Irgendwas kommt immer. Es passiert immer irgendwas. Vielleicht ist das nicht das, was du dir so wünschst oder was du dir erhoffst, aber da passiert irgendwas. Und dann geht es weiter. Solange, bis es zu Ende sein soll. Ne? Bis deine Tage sind bestimmt und gezählt und alles vorherbestimmt und es gibt ein Ende, das steht schon fest, das wissen wir nicht, aber bis dahin kannst du agieren und dann ist Schluss. Und deswegen sollte man das auch tun, weil wenn man diesen Punkt erreicht, wenn dieser Punkt erreicht ist, dass der Tag erreicht wird, die Stunde, die Sekunde erreicht wird, dann hat der Scheich immer erzählt, dann kommen die Menschen. Und sozusagen, wenn sie hier von dieser Welt, wenn sie eben gerade gestorben sind und dann sehen sie, was sie alles auf dieser Welt gemacht bzw. nicht gemacht haben und dann beten sie darum, darf ich nicht nochmal eine Sekunde zurück in diese Welt? Und dann sagt Allah, nee, jetzt ist leider zu spät. Also ich habe dir 100.000 Millionen, weiß ich nicht wie viele Chancen und ich habe dir den geschickt und alle geschickt, die dich immer gewarnt haben. Und dann ist es leider nicht mehr, dann ist es zu spät. Sagt Maulana. Also, da wir noch hier sitzen, haben wir alle noch eine Chance und deswegen ist es gut, dass es so ist. Und es gibt Hoffnung. Und das ist ein sehr hoffnungsfroher Monat. Rajab, wie gesagt, nächste Woche Lailat ul-Miraj. Dann beginnt der Schaban ein paar Tage später. Dann ist 15. die Nacht zum 15. Schaban ist die Lailat ul-Bara'a, die kennen wir alle durch die 100 Raka, die wir schon seit Jahren nicht mehr gebetet haben. Aber dies, ja, habe ich gehört, Kasim wollte 100 beten. Doch, der macht das, die Jugend vor. Ja, du machst das sowieso immer, aber hier meine ich. Und dann beginnt der segensreiche Monat Ramadan. Und Sheikh Hassan hat immer gesagt und wird da bestimmt auch dieses Jahr sagen, wenn der Monat Ramadan angefangen hat, beim ersten Jumma sagt er immer, wir haben nichts dazu getan, diesen Monat zu erreichen. Ja, haben wir ja nicht. Wir haben den jetzt erreicht. Aber dass wir den erreicht haben, das ist eine unermessliche Gnade und eine unermessliche Fülle, die wir da bekommen an Geschenken
Nur durch die Tatsache, dass wir da irgendwie reingestolpert sind. Inshallah stolpern wir auch jetzt ins Sicker rein und in die nächsten Tage und versuchen möglichst viel in uns zu gehen und möglichst viele Gedanken, die, sage ich jetzt mal, ab von der Dunja sind, die Dunja möglichst zu verlassen. Das ist ja auch der Monat des Rückzugs, des sogenannten Rückzugs. Und wenn man das nicht schafft, wenn man keine 40 Tage Rückzug machen kann, dann kann man das so für sich einrichten, dass man dann sagt, okay, man macht vielleicht einmal am Tag eine Stunde oder 10 Minuten, oder auch wenn du nur dich hinsetzt und einen Gedanken, wo du einfach mal die Welt lässt und über dich und über deine und dein Handeln nachdenkst, dann ist das schon gut, wenn man das tut. Und die Chance, die eröffnet, ist immer da, die ist ja auch in den anderen Monaten da, aber die wird hier eben besonders durch Allah subhanahu wa ta'ala, durch den Prophet Muhammad s.a.w. und durch den Scheich eben unterstützt, wenn du das machst. Da kriegst du eben nochmal ein paar extra Müsli-Riegel, hätte ich jetzt bald gesagt, also irgendwie Power-Energy-Drinks. Und inshallah erkennen wir dann irgendwas, oder erkennen wir überhaupt mal irgendwas. Kann ja auch sein. Genau. Amin. Möchte noch einer was sagen? Sheikh, du warst gerade in Zypern. Sag 2 Worte oder 3 Sätze oder Bismillah. Ja, das ist schwer zu beschreiben. Da ist Maulana anwesend. Und man kommt sozusagen rein in seine Nähe. Und es läuft viel Programm, wird tüchtig da gebetet, mashallah. Und man kann sich dazu widmen, sein Gebet nachzugehen und sich im Nachdenken oder Koranlesung da tagsüber oder auch mit anderen Brüdern und Schwestern sich zu unterhalten. Es ist allerdings ein sehr gesegneter Gefühl, nicht gesegnete Gefühl, man spürt diese Segnung da, mindestens habe ich das machen können, und kann man dann auch sehr dankbar sein, dass man ein bisschen Zeit da verbringen darf, gelegentlich mal. War allerdings eine sehr schöne Zeit. Trotz, dass Shem Hammond nicht da war, der kommt gestern. Ja, ist angekommen. Und wir haben ihn dann gerade verpasst, aber war trotzdem sehr schön. Wäre vielleicht schöner gewesen, ihm antreffen zu dürfen. Aber inshallah, der kommt, hoffen wir bald hierher. Und Alhamdulillah. Ja, mashallah. Möge Allah ihm Kraft geben, dem Sheikh Mehmet, Effendi, Kraft geben, Power geben, für die kommende Zeit, die kommenden Tage, Monate, Jahre, mashallah. Und bereit sein, für die alles entscheidenden Dinge, die kurz davor stehen, zu geschehen. Wenn man sich anschaut, was politisch sozusagen in dieser Region Scham und überhaupt passiert, dann sagen viele, die es wissen sollten, dass es kurz vor knapp ist sozusagen, kurz bevor Mehdi alaihi salam erscheint. Der Scheich hat immer darum gebetet und hat immer darum gebetet und hat uns immer gesagt, wir sollen darum beten, mit Mehdi sein zu dürfen.
weil das A eine besondere Ehre ist und B ein besonderer Segen für uns und für unsere Vorfahren und für unsere Nachfahren ist und für unsere Familien ist, wenn wir das erreichen. Inshallah erreichen wir das alle. Inshallah ist Allah subhanahu wa ta'ala uns gnädig und gibt uns die Gnade und lässt uns das erreichen. Die Zeit, vielleicht nur eine ganz kleine und kurze Zeit mit Mehdi alayhi salam zu sein. Möge er unserem Sheikh noch mehr Segnungen geben. Sheikh Nazim, möge er seine Stellen, seine Stufen erhöhen und in die Gegenwart kommen und da ihm Ränge und Edelsteine und Perlen und Dinge gewähren, die wir weder verstehen noch jemals von gehört haben, aber die beschrieben sind an manchen Stellen. Und möge er uns allen die Kraft geben, dass wir in einem gesegneten Haus, wie wir aus manchen Herbergen oder in unseren Häusern daheim mit unseren Familien leben und vor allen Dingen in Frieden leben. Und dass wir alles dafür tun, dass dieser Frieden von uns ausgeht, dass von uns Frieden ausgeht. Denn das bedeutet, wissen wir, das Wort Islam, Salam, Frieden, Salam Aleikum. Und das ist die Hauptbotschaft. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.